gilt die 520 Euro Minijob-Grenze auch für Erwerbsminderungsrentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Ampelkoalition hat ja vor, dass im Jahr 2022 die Hinzuverdienstgrenze beim Minijob von 450 Euro auf 520 Euro angehoben wird. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, gilt das dann auch für Erwerbsminderungsrentner, die ja bekannterweise bei einer vollen Erwerbsminderungsrente eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro haben. Nach der derzeitig aktuellen Regelung 450 Euro anrechnungsfrei, das 12-mal im Jahr, liegen wir ja da deutlich unter der 6.300 Euro Grenze. Wenn wir jetzt die 520 Euro nehmen würden, das mal 12 multiplizieren, kommen wir dann auf 6.240 Euro Bruttoeinkünfte. Wäre überhaupt gar kein Problem, dann würden wir natürlich noch darunter liegen. Jetzt haben wir ein Problem. Eine geringfügige Beschäftigung liegt auch immer dann vor, wenn ich nicht nur 12 mal 450 Euro bekomme im Jahr, sondern wenn der Arbeitgeber mir sozusagen nochmal zweimal im Jahr oder einmal im Jahr nochmal 450 Euro obendrauf legt. Dann liegt auch noch eine geringfügige Beschäftigung vor. Wenn ich das jetzt bei den 450 Euro mache, also 14 mal 450 Euro, komme ich auf die 6.300 Euro. Da habe ich überhaupt gar kein Problem. Wenn ich das jetzt aber auf die 520 Euro mal hochrechne, bin ich mit einem Schlag auf 7.280 Euro. Aber ich habe mit den 7.280 Euro ja die Hinzuverdienstgrenze bei einer vollen EM-Rente von 6.300 Euro überschritten. Und da stellt sich natürlich für mich die Frage, muss dann hier der Gesetzgeber, wenn er vorhat, den Minijob von 450 Euro auf 520 Euro anzuheben, da nicht auch die Hinzuverdienstgrenze bei der vollen EM-Rente anpassen? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich weiß es aktuell noch nicht. Wir haben noch keinerlei Informationen, was der Hubertus Heil da vorhat und ob er überhaupt jetzt am Anfang des Jahres 2022, wenn dann der Minijob angehoben werden sollte, tatsächlich dort auch in dem Paket irgendetwas machen würde. Wenn dazu neue Informationen kommen, werden wir natürlich berichten. Wir gehen davon aus, wenn die Minijob-Regelung bei diesen 12 mal 520 Euro bleiben wird, dann dürfte eigentlich die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro nicht mehr so bleiben, sondern sie müsste nach oben hin angepasst werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.